haben heute zwei Tiere, wo wir schlachten wollen. Wir schlachten alle drei Wochen. Die sind seit circa 7 Tagen in dem Stall, der dafür vorbereitet ist. Genau, der Anhänger steht und die Schlachtbox. Des Weiteren kriegen die dort ganz normal ihr Futter, ihr Wasser und gewöhnen sich einfach an die Umgebung. Der Tierarzt kommt, der Metzger ist da, ich bin da und dann wird quasi eins von den zwei Tieren, also welches zum Erschrei läuft, quasi nochmal angefüttert, bis sich der Bügel an der Fangeinheit schließt. Das Tier wird vom Metzger betäubt mit einem Bolzenschussgerät. Anschließend gibt es an der Anlage eine Automatik, das Tier fährt nach innen, der Anhänger verschließt sich und durch Blutentzündung wird das Tier dann quasi stressfrei sterben. Also ganz klar, die Vorteile für das Tier sind, es wird nicht transportiert, lebend in einem Anhänger, es wird nicht angebunden, wird nicht rumgetrieben. Das heißt, für das Tier, es bleibt in der gewohnten Umgebung, mit dem gewohnten Futter, mit den gewohnten Personen.